Ach, ihr seid schon wieder. Moin. Na, alles fit bei euch? Die Kollegen vom Amazon-Shop Bantec haben mir was zur Verfügung gestellt. Es ist mal wieder Bubenzeit. Und zwar die TO10R. Die hier. Also, auf geht's zum Review. I.O. Let's go! So, kommen wir zum Review der Buben TO10R. Erstmal bedanke ich mich bei dem Amazon-Shop Bantec für die Bereitstellung dieser Lampe. So, dann zeige ich als erstes mal den Karton. Hier haben wir schon die bekannten Buben seit 1981. Die Lampe leistet maximal 650 Lumen, erzeugt durch drei Cree XPG3 LEDs mit einem CRI von 90. CRI ist der Color Rendering Index, Farbwiedergabeindex, und besagt aus, wie naturgetreu gewisse Farben wiedergegeben werden. Das Ganze ist ausgestattet mit einer Carclo-Optik und nicht mit einem Reflektor. So sieht so eine Carclo-Optik aus. Nur, dass ihr sie mal gesehen habt. So. Zudem haben wir hier noch einen magnetischen Telcap. Hier sieht man auch nochmal 90 CRI, also ein Color Rendering Index von 90. USB aufladbar. Ein Knopfdruck für Strobe, Nightcore Extreme, was immer auch Nightcore Extreme bedeutet. Nightcore ist mir nur bekannt als ein Taschenlampenhersteller, ist eine andere Marke. Ist auch egal. Die Lampe wird betrieben mit einem 16.340er Akku. Hier sieht man auch nochmal die verschiedenen Leuchtstufen. Maximale Leuchtweite von 90 Meter. 1,5 Meter Höhe fallgeschützt. Und alles weitere. Hier sieht man auch nochmal 5 Lumen minimal, 650 Lumen maximal. 60 Stunden Leuchtdauer bei 5 Lumen, 1 Stunde Leuchtdauer bei 650 Lumen, nach IPX8 Standard wassergeschützt, 2020 Candela, 1,5 Meter sturzresistent und 90 Meter maximale Reichweite. So, dann packe ich das Ganze doch mal aus. Ich zoome mal eben ein bisschen raus, dass ihr auch ein bisschen mehr seht. So, und was haben wir hier? So, da ist hier noch mehr drin. So, da haben wir alles. Und zwar befindet sich im Packungsinhalt das schon bekannte Buben-Lanyard. Wie gesagt, von der Qualität her macht das einen soliden Eindruck. Wie immer das schöne goldene Micro-USB-Kabel. Das also wirklich von der Optik und von der Wertigkeit her absolut solide ist. Ersatz-O-Ringe, wie man es eigentlich von fast jedem Taschenlampenhersteller kennt. Dann haben wir natürlich die Bedienungsanleitung. Ich denke mal, die wird wie immer in Chinesisch und in Englisch gehalten sein. Ja, hier haben wir es einmal in Chinesisch. Und hier oben sieht man auch schon die Lampe. Die Anleitung ist auch in Englisch. So, dann kommen wir natürlich zum Interessantesten. Und zwar der Lampe an sich. Ich nehme hier auch mal eben die Flagge weg. So, und zwar ist natürlich auch enthalten, wie man es von Buben kennt, ein Akku. Um genau zu sein, haben wir hier einen 16.340er Akku mit 650 mAh. Den habe ich auch schon mal kurz durch mein Lito Color Li geladen, also mein Ladegerät. Wie ich schon bereits erwähnt habe, dieses Ladegerät gibt einen ungefähren Richtwert. Es ist kein professionelles Messgerät, aber der Akku kommt auf ungefähr 650 mAh. Also der Akku scheint die Kapazitätsangaben zu, auf jeden Fall, die scheinen zu stimmen. So, dann gucken wir uns das Lämpchen mal an. An sich auf jeden Fall ein sehr kompaktes Lämpchen. Hier hinten haben wir eine magnetische Telcap. Das will ich schon mal eben kurz zeigen. Und der Magnet hier drin, also, der ist sehr stark. Das ist auf jeden Fall schon mal positiv zu erwähnen. So eine magnetische Telcap finde ich immer sehr praktisch. So,
Dann gucken wir uns erstmal die Lampe an sich an. Hier haben wir das Knurling bzw. Rändelung. Die ist relativ griffig, allerdings doch ein bisschen rutschig, also habe ich schon Besseres gesehen, aber es ist für die Größe in Ordnung. So, hier haben wir den USB-Ladeport, wieder mal mit so einem Gumminüppel, von dem ich persönlich jetzt immer noch kein Freund bin, weil ich Angst habe, dass der ganze Kram mal irgendwann abreißt und die Wasserdichtigkeit nicht mehr gegeben ist. So an sich, wir haben hier zwei Schalter, einmal den An- und Ausschalter und den W-Schalter. W steht natürlich für Wuben. Hier sieht man auch nochmal, wie rum der Akku eingelegt wird. Hier haben wir die Seriennummer. Hier nochmal ein Blick in diese Carclo-Optik. Ich meine, diese Carclo-Optik funktioniert nach dem TIR, Total Internal Reflection System. Das bedeutet, anstatt eines Reflektors, ich zeige es nochmal ganz kurz, hat man hier diese quasi diese Optik, die das Licht quasi, ich sag mal, dementsprechend bündelt und man zum Beispiel jetzt, ich sag mal, einen relativ großen Spot hat. Da gibt es aber auch verschiedene Optiken, zum Beispiel die ziemlich milchig sind, dass das Ganze, ich sag mal, ein ziemlich großflächiges Lichtbild hat, jetzt nur mal so kurz am Rande erwähnt. Hier haben wir auch nochmal diesen schönen Bezel. An sich die Lampe von der Verarbeitung her wirklich sehr, sehr hochwertig. Ich kann keine Macken in der Anodisierung feststellen. Die Kühlrippen auch sehr schön ausgefräst. Also wie ich das jetzt wirklich schon von Buben gewohnt bin, Verarbeitung ist wirklich sehr gut. Schrauben wir das Ganze mal eben auf. Auch die Gewinde sind ziemlich gut geschnitten. Leicht gefettet. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. So, dann nochmal eben hier Blick rein. Hier sieht man auch nochmal eine schöne Feder, die auch ja, gut verarbeitet ist. Hier sieht man nochmal auf www.wubenlight.com. Die Feder hier ist wirklich sehr massiv und kurz. Also hier kann ich jetzt erstmal gar nichts meckern. Gut verarbeitet. So, das ist erstmal zur Verarbeitung der Lampe. Gut, dann kommen wir mal zur Bedienung. Und zwar eingeschaltet wird die Lampe hier über den Einschalter. Darüber schalten wir sie auch wieder aus. Und durch die verschiedenen Lichtstufen gehen wir hier mit dem W-Schalter. So. Jetzt haben wir hier auch noch etwas Spezielles. Und zwar, wenn ich den Schalter hier, den Power-Schalter gedrückt halte, können wir durch die Lichtstufen dimmen oder auch als Ramping bekannt. Wenn ich den Schalter loslasse, habe ich halt dementsprechend jetzt die Leuchtstufe. Ich kann jetzt auch runterschalten, halte ich wieder gedrückt. Ja, sieht man auf jeden Fall, wie dieses Ramping funktioniert. Ja, dann haben wir noch den Strobe-Modus. Wird aktiviert, indem ich hier die W-Taste gedrückt halte. Achtung, jetzt kommt der Strobe. So, dann haben wir hier jetzt auch noch verschiedene Strobe-Modi. Ich muss jetzt mal eben kurz in der Bedienungsanleitung nachgucken. Wo ist es denn? Genau. Wenn ich die Taste 5 Sekunden gedrückt halte, 1, 2, 3, 4, 5, haben wir SOS. Ne, das ist ein Alpenflash, was immer das auch genau ist. Irgendwie wahrscheinlich ein Warnsignal für Alpen. Und wenn ich den Knopf 3 Sekunden gedrückt halte, 1, 2, 3, haben wir irgendwie einen anderen Stroke. Ja. Probier's nochmal. 1, 2, 3.
Ich weiß nicht, irgendwie werde ich mit diesen 2, 3, 4, 5. Ist das jetzt der SOS-Modus? Ich zeige es dir mal ganz kurz. Das sind für mich auch ziemlich unwichtige Modi meiner Meinung nach. When the power is on, long press 1 second, enter strobe. Press VK, second, strobe. Ist unwichtig. Also man hat ja auf jeden Fall verschiedene Strobe-Funktionen. Man kann auch, wenn die Lampe aus ist, wenn ich den Power-Knopf länger gedrückt halte, auch direkt in den Strobe kommen. Beziehungsweise, wenn ich dann loslasse, geht sie wieder aus. Wenn ich das Ganze über die W-Taste mache, genauso. Also wer unbedingt diesen Strobe braucht, ihr könnt, wenn die Lampe aus ist, sofort den Strobe benutzen. Ich finde den Strobe Quatsch, man braucht ihn nicht. Die Lampe verfügt zudem über einen Memory Mode, das heißt, je nachdem, welche Leuchtstufe ich gerade anhab, mache ich die Lampe aus und wieder an, startet sie auf einer letzten Leuchtstufe. Zudem verfügt die Lampe über einen mechanischen Lockout, das heißt, drehe ich sie los, ist die Lampe gesperrt und kann auch nicht in der Tasche angehen. Das Ganze wieder zudrehe, wieder anmache, zack, startet sie auch wieder Memory Mode. Zudem kann man die Lampe auch meines Wissens nach elektronisch sperren, indem ich die beiden Knöpfe hier gedrückt halte. Und da ist sie auch gesperrt. Wenn ich die Knöpfe wieder gedrückt halte, sieht man auch, geht die LED einmal an und zack, ist die Lampe wieder entsperrt. Dann will ich jetzt noch mal ganz kurz die Ladefunktion präsentieren. Hier mit dem schönen Micro-USB-Kabel und hier mit der Powerbank hier reinstecken. Jetzt mal gucken, ob das bei der Lampe auch wieder so fummelig ist mit dem USB-Port. Ich vermute es bald. Ja, es geht. So, hier ist es jetzt blau. Das bedeutet, dass der Akku fast voll ist. Wenn es rot am rot leuchtet, ist der Akku fast oder ist der Akku Gott, ich hab's auch. Ja, oder es gibt drei verschiedene oder Blinkstufen. Wenn es komplett rot am Blinken ist, ist der Akku fast leer. Wenn es rot leuchtet, dann ist der Akku etwas voller und bei blau ist er fast voll. Sieht man auch nochmal hier, wenn die Lampe an ist, hat man auch eine Akkustandsanzeige. Blau bedeutet, Akku ist voll. Dann geht es irgendwann runter, dass es durchgehend rot an ist und irgendwann blinkt es rot. Das bedeutet, der Akku ist unter 30% und dann muss man den Akku wechseln. So viel dazu. So. Dann will ich jetzt noch mal eben kurz das ganze Licht an der Wand zeigen. Dazu mache ich jetzt hier mal die Lampe aus. So, hier auch noch mal das Licht aus. Das ist die dunkelste Leuchtstufe. Dann geht es halt natürlich immer höher. Insgesamt sieht man auf jeden Fall, dass die Lampe einen ziemlich großen Spot hat. Also hier das Lichtbild in der Mitte. Wenn ich das Ganze jetzt mal hier an der Wand zeige, sieht man auch, man hat halt einen relativ großen Spot hier. Aber es strahlt auch sehr breitflächig ab, so dass man, ich sag mal, ein ziemlich flutiges Lichtbild insgesamt hat. Die Lichtfarbe an sich soll bei 5500 Kelvin liegen, was relativ kalt ist, um jetzt nochmal auf dieses CRI einzugehen. CRI hat an sich nichts mit der Lichtfarbe zu tun. Es gibt zum Beispiel auch kaltweiße Lampen wie die hier, die trotzdem einen hohen Farbwiedergabeindex haben. Ich zeige jetzt hier mal eine andere Lampe, die eher neutral warmweiß ist, die auch einen hohen CRI hat. Das jetzt nur mal so als kleine Randinfo. Das jetzt erstmal zum Lichtbild. Dann werde ich jetzt nochmal versuchen,
Lux auf einen Meter zu messen, so wie die obligatorische Lu-Messung. So, weil ich hier gerade eben Quatsch erzählt habe, nochmal eben ganz kurz was zum Batterieindikator. Und zwar, wenn die Power von, also wenn der Akku von 100 bis 31% hat, leuchtet es blau. Wenn die Kapazität bei 30 bis 15% angelangt ist, ist es durchgehend rot. Und wenn es unter 15% gelangt, dann ist es rot am Blinken. Was das Laden angeht, wenn die Lampe am Laden ist, dann ist es rot. Und wenn es blau blinkt, dann ist der Akku voll. Nur nochmal der Richtigkeit halber, dass ich hier jetzt keinen Quatsch erzähle. So, dann kommen wir jetzt aber zur Lu-Messung, zur Lux- und Lu-Messung. So, kommen wir zur Lux-Messung. So, wir haben hier einen Abstand von ungefähr 1 Meter, etwas mehr, was ich hier jetzt ausgemacht habe. Ich werde es nochmal eben kurz nachmessen. Ja, das sind ungefähr ein Meter, das ist ungefähr ein Meter. Und ich lese hier ab. Ungefähr 3000 Lux. Das ist sogar etwas mehr, als der Hersteller angibt. Mit 2020 Lux. Das sieht positiv aus. Ich messe nochmal nach. Ja, die Herstellerangaben werden, was dies betrifft, auf jeden Fall eingehalten. Dann geht es weiter zur Lumenmessung. So, kommen wir zur Lumen-Messung. Um mal kurz zu erklären, was Lumen überhaupt bedeutet. Lumen ist quasi das komplette Licht, was hier vorne aus der LED bzw. aus den LEDs rauskommt. Um das Ganze zu messen, habe ich hier so einen Schuhkarton, wo ich reinleuchte. Da wird quasi das komplette Licht eingefangen. Und hier vorne durch diese Öffnung, da passt genau der Sensor des Luxmeters drauf, kann ich halt ungefähr die Lichtmenge messen. Das ist nur ein Hobby-Equipment, aber nur, dass ihr mal ungefähr wisst, was ich hier überhaupt mache. So, meine Referenzlampe mit 500 Lumen ist die OLED S1 Baton. So, der Turbo ist eingeschaltet. Dann gucke ich mal ganz kurz, was habe ich hier für einen Wert. Ja, ich komme hier auf ungefähr, ne? Ich muss das mal eben kurz ein bisschen ausrichten. Ich habe hier ungefähr 200 als Referenzwert. Dann nehme ich die Wuben. Und was messe ich hier? Ungefähr 250. Ja, 250 ungefähr. So, jetzt rechne ich das Ganze mal eben durch. Wir nehmen hier den Rechner aufrufen. So. Um das Ganze jetzt zu berechnen, rechne ich die 500 Lumen geteilt durch meinen Wert, die 200. Und das Ganze jetzt mal 250, was ich gemessen habe bei der Wuben, und komme auf 625 Lumen. Abweichungen sind natürlich bei dieser Messung 625 Lumen messe ich, 650 Lumen werden von Wuben angegeben. Das heißt, die Herstellerangaben werden auch hier eingehalten, das passt. Gut, dann machen wir weiter, jetzt geht es nach draußen und dann werde ich mal draußen die Lampe kurz zeigen. So, dann zeige ich mal eben kurz das Lichtbild draußen. Also hier habe ich jetzt die OLED S1 Baton. Nur mal kurz im Vergleich, das sind 500 Lumen. Das muss ich mal eben kurz gucken. Und das ist die Wuben. Fangen wir eben hier kurz an in der dunkelsten Leuchtstufe. Das sieht man auch, das ist wirklich recht dunkel. So, das ist die nächsthöhere Leuchtstufe. Zack, nächste Leuchtstufe und dann die allerhöchste Leuchtstufe, der Turbo mit 650 Lumen. Jetzt nochmal zum Vergleich, das ist die OLED S Baton mit 500 Lumen und die Wuben, hier sieht man auch nochmal, die Wuben ist auf jeden Fall einen Tacken heller. Ich zeige mal eben kurz hier das stufenlose Ramping. Ja,
wenn man sich immer das Lichtbild anguckt, man sieht auf jeden Fall auch, generell haben wir hier eine sehr großflächige Ausleuchtung, also auf jeden Fall ein sehr flutiges Lichtbild. Die Reichweite ist jetzt natürlich mit 90 Metern nicht so groß, aber man muss auch bedenken, es handelt sich hier natürlich um eine ziemlich kleine Lampe. Jetzt will ich nochmal gucken, ob das der CRI, also der Farbwiedergabeindex, sich der so schlägt. Hier haben wir jetzt die Wuben und die Olight. Ja, man sieht meiner Meinung nach, das Grün wird auf jeden Fall doch etwas schöner wiedergegeben. Hier die Olight und die Wuben. Ich versuche das jetzt mal auf der Tanne zu zeigen. Olight und die Wuben. Also generell, ja, die Farben werden etwas neutraler oder etwas echter wiedergegeben, wobei mir dieses Kaltweiße jetzt nicht so zusagt, aber das ist halt Geschmackssache. So, ja, das ist es eigentlich auch schon gewesen. Ich kann noch mal eben kurz den Strobe zeigen. Achtung, der Strobe kommt. Ja, das ist der Strobe. So, gut. Das ist jetzt gewesen von der Lampe draußen. Dann gehen wir rein zum abschließenden Fazit. So, abschließendes Fazit zur Wuben TO10R. Ja, was soll ich sagen? Insgesamt von der Optik her und Verarbeitung auf jeden Fall wirklich ein schönes Teil. Da hat Wuben wieder alles richtig gemacht. Hier kann ich nichts aussetzen. Gut, natürlich habe ich auch ein paar Kritikpunkte. Ja, was stört mich an der Lampe? Es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe wieder keinen Zugriff auf Turbo und ich habe keinen Zugriff auf Low. Das heißt, ich habe hier halt den Memory Mode. Das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten, ja, die Lichtfarbe ist angegeben mit 5500 Kelvin. Also eigentlich relativ, geht schon in den Bereich neutralweiß. Ich finde es aber ziemlich kalt. Wenn ich jetzt im Vergleich hier mal eine andere High-CRI nehme, da gefällt mir hier die Lichtfarbe doch wesentlich besser als die der Wuben. Um das jetzt mal zu zeigen, aber ja, Lichtfarbe ist wie immer Geschmackssache. Das High-CRI, also die erhöhte Farbwiedergabe, ist eine nette Sache. Gefällt mir ganz gut. Ja, insgesamt auf jeden Fall hat Wuben hier auf jeden Fall ein gutes Produkt gebaut. Wie gesagt, ein paar Kritikpunkte sind da. Was mir auch aufgefallen ist, die Kapazität hier vom Akku mit 650 mAh. Der Akku geht halt relativ schnell zur Neige, wenn man die Lampe auf volle Pulle laufen lässt. Aber gut, liegt an dem kleinen Akku. Hat man halt auch bei den anderen Lampen in dieser Größe insgesamt auf jeden Fall eine schöne Lampe. Kostet ungefähr 45 Euro. Ist auf jeden Fall vom Preis her gerechtfertigt. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal bei dem Amazon-Shop Bentec für die Bereitstellung der Wuben TO10R. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und ich habe noch etwas zu sagen. So Leute, zum Schluss noch eins. Schöne Grüße an Olli H. Mit dir mache ich bald, oder mit dir mache ich eine Kooperation zur Evoland DT35. Ihr habt schon das Unboxing gemacht. Ich werde die Lampe bald auf Herz und Hirn prüfen. Guckt euch Olli H.'s Kanal an. Der Junge hat richtig gute Videos. Viele schöne Produkte von Xiaomi. Also bleibt dran. Das werdet ihr auf jeden Fall demnächst sehen. Und zum Schluss abonniert meinen Kanal. Wenn euch irgendwas zu der Lampe gefällt oder nicht gefällt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Lasst einen Daumen nach oben. Und in diesem Sinne, go go Power Rangers! Mighty Morphin Power Rangers.